Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Zendrock. Ja, hat noch kein Update gegeben, ist nämlich noch der gleiche Tag, wo ich aufnehme, aber ich habe den PC mal neu gestartet, weil ich ein ähnliches Problem bei einem anderen Spiel hatte. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, ob es besser geworden ist. Karl! Hello! Are you busy? You've got a favor to ask. Do you know why in NB? Also er fragt, ob ich beschäftigt bin oder ob ich Zeit hätte. Und er fragt, ob ich Ryan and Danby kenne, klar. They are the best. Danby works with me for the church. She's dedicated as can be. Also, ja, die sind die Besten und Danby arbeitet bei ihm mit in der Kirche. And Ryan always comes and keeps me company at the shop. Well, anyway. It's the anniversary coming up and we wanted to give them a surprise. Achso, die haben also Jahrestag und möchte ihnen gern ein Geschenk geben. Do you want to give us a hand? Klar, machen wir, also wir helfen. Right, so the tram system. City Hall has recently put up the budget for it to be reinforced properly so that people can safely use it again. So we touch what if tram system. Also City Hall, also das Rathaus hat das Budget aufgestockt, sodass die People, dass die Leute das sicher nutzen können. We made it beautiful, just spektakulär. Sie möchten es wunderbar, so spektakulär machen. You've seen the view around there, right? Perfect date, also ein perfekter Dating Spot. What if we can surprise them for the anniversary with a trip over the... Also sie möchten gern die zwei mit dem Jahr zu ihrem Jahrestag mit einem Trip über den Canyon beeindrucken. Just Ryan and Danby and that view. Also nur Ryan und Danby und die Aussicht. Das ist herzerwärmend, nicht wahr? If you can get the system reinforced, we'll take care. Also ja, wenn ich das System quasi repariert kriege, dann sorgen die für den Rest. Here's the commissions from Hall. I thought kind pulled rank at his chief inspector and called dips on it, but that's not important. Yeah. What's important is that we make it look at be beautiful and sturdy. We don't want them falling like you in justice. Ja, also sicher ist, also wichtig ist, also das sind die Aufträge und wichtig ist, dass wir das Ganze im Prinzip wunderschön machen und sicher, damit die zwei nicht so runterfallen wie Justice und ich damals. Right. That be a major no-no. We'll go make up a plan. See you at the tram, Karl. And thanks for the help. I'm sure. Also ja, ich sehe, wir treffen uns dann an der Seilbahn. Wir haben Post vom Forschungszentrum. Achso, da haben wir die Anleitung. Sehr gut. Und Mars-Antwort. Dear Karl, I really hope so. Glad to hear that you are keeping a good outlook. I'd always heard Mr. Muser was so decisive. It's strange now to hear that he keeps going back and forth on whether or not he wants to help Zendrock. I guess even as a man of facts and logic, it's hard to ignore so many bad omens. Ja, es sind viele schlechte Omen und schlecht zu ignorieren. But you all can't have bad luck forever. Man kann nicht immer nur Pech haben. Kann ich einfach nicht glauben. Stay strong, Karl. Things will get better. Ja. Halte durch. Die Dinge werden besser. Ich verspreche es dir. Okay. Die Sachen können wir gerade mal holen. Wüstenfuchs. Plaudern wir mal ein Ründchen. Ciao, 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 ciao. Wo haben wir die Würmer? Da.
So. Kümmern wir uns gerade um die Sachen hier. Das ist fertig. Ich habe schon die neue Dings ausgerüstet. Da können wir auch gleich mal zufügen. So. Fügen wir auch hinzu. Sicher ist sicher. Hühner. Hühner haben Pilze, sehr gut. Die sammeln wir auch gerade mal ein. Was machen unsere Pflanzen? Denen scheint soweit ganz gut zu gehen, glaube ich. So. 18 Uhr sollen wir beim Blue Moon sein. Und wir sollen Steine wegräumen. Hugo? Ne, wo ist denn der? Ach, Heidi. So, einmal Aufträge. Ja, wusste, dass ich und Nien sind die einzig Waren. Achso, das Blue Moon mit der Aufgabe. Das ist okay. Wo muss ich denn jetzt die Felsen eigentlich wegräumen? Da, mach den Weg frei. Klinik. Haben wir was? Und Kirchenstation. Achso, da oben haben wir was. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Klinik. Dann zu den Kirchendudes. Klinik dürfte... Hi Grace. Medizindings sein, denke ich mal. Zumindest wieder Freitag. Das heißt, es ist Medizintag. Und bis 18 Uhr ist ja noch eine Weile hin. Ah, ne, ist noch was anderes. Okay. Ah, Karl hat es mir gesagt. Fang, es tut mir so leid. Kannst du mir verzeihen? Ich habe nur... Oh, das war so eine dumme Idee. Dummer Avio. Vergebe dir. Karl hat es erklärt. Fang, ich danke dir so sehr, dass du mir verziehen hast. Es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Entschuldigung, angenommen. Ich verspreche dir, ich werde nie wieder so schlechte Entscheidungen treffen. Gewagte Aussage. Vor allem im Falle von Avio. Es hat funktioniert. Diese Medizin war ausgezeichnet. Du hast dich schnell von Beschwerden erholt. So. Auf zur Kirche. Unser nächstes Ziel. Irgendwas ist da oben, ein Ereignis. Dann müssen wir den Weg frei machen. Das können wir danach machen, würde ich sagen. Ach so. Was willst du? Oh, Skinny. Face is seeing you here. It's in the city, where we both live. Fancy seeing you here. Achso, schön, dass freut sich, dass er uns hier sieht. How sick was the front flip? Totally sick. Wie krank war das Frontflip? Total krank. Ah, yeah. Did you see the part where I like whoosh? But hey. Achso, das war der Flip, der Salto, den er da gemacht hat. Just I saw warning about Two Town and Ambushed you.
It got me doing something I almost never do. Thinking. Okay, er hat angefangen zu denken. We've been hanging out and chatting and you are always giving me stuff and buying things. I'm starting to think. We've become a really good friends. Ja, wir wurden gute Freunde. I knew I'd be able to recognize friendship and I did indeed come along. Also er ist in der Lage, Freundschaft zu registrieren oder zu erkennen. Sorry, I think it's confession time. Remember how when we first met, I did a totally sick flip like I just did now and offered you a combat curse. Er hat uns, glaube ich, einen Kampfkurs da gegeben, also wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Da hat er auch diesen Salto gemacht. Well, the truth of it is, die Wahrheit ist, I don't really like teaching people anything. Also er mag es nicht, Leute zu unterrichten. The whole tutorial shebang is really just an excuse for me to beat people up. Also Kurse sind quasi nur eine Entschuldigung oder ein Grund für ihn, Leute zu hauen. Hard to believe, I know. Schwer zu glauben, er weiß es. But say, since we are friends now, why don't I give you a real combat tutorial? Also jetzt, nachdem wir Freunde sind, warum sollt ihr nicht einen richtigen Kampfkurs geben? Maybe I can even offer you an introduction to, möglicherweise kann ich dir eine Anleitung geben zum Space Punch. That sounds great. Also klingt toll. Well, of course, it's great. Ja, es ist großartig. I came up with it. Come Skinny, wir haben viel zu tun. Alright, we are here. Welcome to Space Punch 101. Herzlich willkommen hier zum Space Punch 101. Er wird unser Lehrer sein und I hope you brought your pen. You don't really need a pen. Also du brauchst nicht wirklich einen Pen. Also man muss nicht Pen sein. Das war lediglich Eisbrecher, also um das Eis zu brechen. So, the first thing about Space Punch. Das erste ist, you'll take your hand like this hand and... Okay. Any questions? No questions. Come now, Skinny. Don't be shy. If you never ask, you'll never know. Here, let me show you some more examples. Also, ja. Trau dich, wenn niemals fragt, wird auch niemals das wissen. Und, er will uns noch mehr Sachen zeigen. Boop. Space Punch. Shoo, 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 Space Punch. Well. Oh, now I get it. Oh, come on, Skinny, don't patronize me. This is my first actually trying to teach anyone something. Okay, das ist erster richtiger Versuch, jemanden wirklich zu unterrichten. But normally I'm great at everything. Also normalerweise ist er in allem gut. Nachdem er es halt 5 Minuten probiert hat. I know what the problem is. I can't just space punch out of nowhere. Not without a target. Also er kann das nicht richtig machen, ohne ein Ziel zu haben. Follow me, Skinny. Also ich soll ihm folgen. Folgen wir ihm. Brauchen also Ziele. Jetzt. Hey. So. Well, I think that will answer any questions you might have had. Also er hofft, dass, oder er denkt, das wird alle Fragen beantworten, die ich hatte.
Space punch time, go for it. Oh no, that's not it all. Oh. I failed. For the first time in my life I failed. Hat einen Fehler gemacht. Ersten Mal in seinem Leben hat er einen Fehler gemacht. Dang it, Skinny. I failed you. My only friend and I blew it. Makes me so mad I just want to go. It's okay, Pain. Also es ist okay. It's not okay, Skinny. I can't fail. Also es ist nicht okay. Er kann keine Fehler machen. What will people say when they was wollen sagen die Leute, wenn sie das herausfinden? Deep breath, Pain, old boy. Just like the minister says. Take all those bad thoughts and push them down. Also nimm all die bösen oder schlechten Dinge und wirf sie weg quasi oder vergrab sie oder. You know what, Skinny? This is going to be fine. Everything is going to be fine. You know why? I won't tell anyone. Exactly, weil es ist alles okay, es wird auch alles gut werden, weil ich es niemandem erzähle. Everyone cares about what Pen does. Everyone's always got their eye on me, just waiting for the moment for me to slip up and they can laugh. Also sie alle warten im Prinzip nur drauf, dass er quasi ausrutscht und sie ihn auslachen können. But upward, we don't let them know. Well, Skinny, we are going to keep this all between us. Ja, also wir verraten es denen nicht und es bleibt eine Sache zwischen uns. Your secret is safe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Das ist gut zu hören, Skinny. Truly you are a stalwart companion. Trust worthy far beyond any length I could throw you and believe you me. Also ja, ich kann ihm vertrauen und er kann mir vertrauen und lalala. So it seems there really are things beyond even one of such as myself. The glorious protector, also ist der großartige Retter von Sandrock oder großartige Beschützer. I've never had someone I really considered a friend. Also hatte vorher quasi noch nie jemanden, den er als Freund betiteln konnte. I always promised myself I'd never be friends with anyone who didn't have an awesome cape. Also er hat sich geschworen, mit niemandem Freundschaft zu schließen, der nicht auch so ein tolles Cape hat wie er. Und ich habe dafür gesorgt, dass er sein Versprechen gebrochen hat. Seems I couldn't predict the future. Ja, sieht aus, als könnte man nicht die Zukunft diktieren. There are many things I cannot do. Es gibt offenbar doch vieles, was er nicht tun kann. Vielleicht. There is indeed a lesson here to be learned. Möglicherweise war das auch eine Lektion, die er lernen musste. When I got stuck looking into that mirror, failing today as a teacher. Das war wo irgendwas, wo er in dem Spiegel da oder vor dem Spiegel festhing. Perhaps the lesson of humility I often preach was I meant for me. Weiß ich jetzt gar nicht. Die Mission ist nicht so hochgradig interessant, muss ich feststellen. Schön, dass Pen dafür irgendwie zu sich findet. I can just take my own greatness for. Also er kann nicht seine eigene Größe garantieren. Even I thought the historically been. Ich hoffe, die Quest ist hier jetzt bald vorbei. Die geht mir nämlich auf den Keks. I need to sort people, but I need some. Ja, und er sollte etwas Gutes für Burgess tun. Und er sollte es niederschreiben und. Ob ich einen Stift habe? Nein, ich habe keinen Stift. I'm sure. Also, er ist sich sicher, er wird sich dran erinnern. Look there, a rocket rose da. Watch me tie its neck. In a note. Ha, smelly yell. Ja, da ist so ein Rocket Roaster, das ist irgendein Tier, glaube ich. Weiß gar nicht welches. Und ich soll ihn beobachten, wie er quasi dann Knoten in dessen Hals macht. See you later, Skinny.
I don't think I learned how to do the space punch, but watching Penn attacks closely did give me some insight on know to hit a little harder. Ja, ich habe es da nicht richtig wirklich gelernt, aber Penn zu beobachten hat mir gezeigt, wie ich ein bisschen härter zu schlagen kann. Halleluja. Sehr nervige Mission. So, dann gucken wir mal, das war gerade das Ding da. Oh, das ist der Zug. Dass wir die Sachen wegräumen. Laufen wir mal hin. War was drin, ne? Ah, Blutstein. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Nicht hier. Ich muss da runter. Ich war schon auf der richtigen Seite, ich dumme Nuss. Also wieder zurück. Weil es so schön war. Weil es so schön war, laufen wir den Weg halt noch einmal. Ja, jetzt scheint das Spiel aber stabiler zu laufen, habe ich den Eindruck. Ich hoffe, es stürzt es nicht ab, nachdem ich es gesagt habe. Weiß nicht, was da war. Vielleicht hat wirklich der Neustart vom PC die Lösung gebracht. Ich hoffe es einfach mal. So, sind wir hier richtig? Wo muss ich denn hin? Da ist noch eine Kiste. Da. Die sind manchmal schon ganz gut versteckt. Ja. Das muss man schon sagen. So, wir müssen weiter darunter. Habe ich den Eindruck? Hier. Cool. Das eingestürzte Gebäude muss weg. Ach so. Müssen wir nur gucken. 18 Uhr müssen wir im Blue Moon sein. Dürfen wir nicht verpassen. 1 von 5. Oh, das könnten wir schaffen. Das könnten wir schaffen. Kriegen Aluschrott, sehr schön. Aluschrott ist gut. So, 4 von 5. Das letzte hier, ja.
Und dann können wir uns auch auf den Weg zum Blue Moon machen. So, bau die Verstärkungen. Das kriegen wir hin. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Blue Moon. Da laufen wir ja noch ein Weilchen, bis wir dort sind. Erst noch bei uns vorbeischauen. Und hier kann ich auch noch mal Pilze sammeln. Wir haben nämlich erst 15.30 Uhr. Das Totholz nehmen wir mit. Verstärkungen, Stahlstreben müssen wir bauen. Stahlstreben. Vier Stück. So, eine haben wir. Same. Das gleiche nochmal. Brauchen wir aber Chromium Steel Plate. Wo kriegen wir die Chromium Steel Plates denn her? Oh, können wir welche machen? Sehr gut, dann machen wir mal die. Stahlstangen, Gusseisenstangen brauchen wir noch. Kann ich hier irgendwas... Fehlt mir Eisenerz. So. Ah, Bamna ist da. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich könnte... gerade nochmal hier wegen dem Bus gucken. Ja, oder zumindest wegen dem Roboter. Das wäre auch gut. Mal den gerade noch mitkriegen. Sollte funktionieren. Und dann gehen wir halt ungewaschen zum Date. Schon zum Date, aber kommt pünktlich. Oh, ist bald wieder Halloween oder sowas, ne? Uhr, pünktlich. Hey, you're here. Let's ja. Grab a table. I'm starving. I have a lot I want to talk about, so let's order first. Get whatever you want. My treat. Okay, sie lädt uns ein. I might be good in business, but I can't order food for the life of me. I'm going to leave it to you. Give me a bit of relief. Okay, sie kann kein Essen bestellen. Sandbär. Hauptgang machen wir mal gedünsteten Reis mit Kartoffeln. Lende süß-sauer. Oder Tomatenrinderbrust. Das ist vegetarisch. Gibt es noch ein Tomatenrührei dazu?
Vegetarische Gerichte mit fleischgefüllter Pilz. Hm. Was ist daran vegetarisch? Nachspeise machen wir Milchkastanie. Oder einen leckeren Obstsalat. Und dazu gibt es Sandbeerkastanien. Sandbeersaft. Ordering is kind of tricky, right? If I open a restaurant in the future, I think I'll make some sort of automatic selection system for the customers. Ich habe geguckt, ob ich was brauche. Especially for those struggling to choose. It's a good idea, right? Okay, well, anyway, let's just eat. Gut. Thanks for meeting me tonight. I really needed a night out. I hardly ever take time for myself. Building a business isn't easy. You know exactly what I mean, don't you? Yep. I don't suppose you take much time off either. In fact, nearly every time I've seen you around town, you're running somewhere to do something for someone else. Achso, I don't think I've Englisch. Ever seen you walking anywhere. Ja, also immer wenn sie mich sieht in der Stadt, dann sieht sie mich irgendwo rumrennen, um irgendetwas zu tun. Sie denkt, dass sie mich nie gesehen hat, einfach nur spazieren gehen. Sandrock is growing. And we're both doing our part to make it happen. I just wish it wasn't going so slowly, you know? Ja, Sandrock wächst und wir und beide, also sie, Katori und ich, machen ihren Teil dazu, dass dieses passiert. Sie wünschte bloß, es würde nicht so langsam gehen. You're from Highwind, right? Do you ever think about walking away from all this and going back home? Ja, sie fragt, ich bin vom Highwind, das ist richtig. Sie fragt, ob ich jemals daran gedacht hätte, wieder von hier wegzugehen, heim. I'm making my family proud. Nee, nee. Das machen wir nicht, weil wir sind verlobt. That's a good point. My son and my ma tell me all the time in their letters how proud they are of me. Sie hat einen Sohn? Okay. Wusste ich gar nicht. Also ihr Sohn und ihre Mutter erzählen ihr die ganze Zeit, wie stolz sie auf sie sind. Growing up in Highwind, I bet you had a pretty good life. I've heard it's nice there. Aufwachsend in Highwind, das muss doch ein schönes, gutes Leben gewesen sein. Sie hat gehört, dass es sehr schön wäre dort. It was a great place, ja, es war ein sehr großer, sehr schöner Platz, um aufzuwachsen. That sounds like a perfect life. That's what I want my boy to have. Ja, es klingt wie ein perfektes Leben und sie hofft, dass ihr Sohn das auch mal haben wird. I truly believe in Sandrock's potential to become a booming city. A unique place for tourists to visit and a wholesome, safe place for people to raise a family. Ja, sie glaubt sehr an das Potenzial von Sandrock, da mal eine richtige boomende Stadt zu werden. Ein Platz für Touristen, Touristenbesuche und ein sicherer Platz für Leute, die ihre Familie Familien großziehen, ja, also für die Familie der Leute. So. I wouldn't be here if I didn't believe in it with my whole heart. I'm sure you wouldn't have come either if you didn't think Sandrock had a big future ahead. Ich wäre nicht hier, würde ich nicht an die Zukunft der Stadt mit dem ganzen Herzen glauben, sagt sie. I'm sure you wouldn't have come either if you und sie ist sich sicher, dass ich auch nicht hierher gekommen wäre, wenn ich nicht das gleiche glauben würde. That bright future can't get here quick enough for me. Ja, und die Zukunft kann für sie nicht schnell genug kommen. Wir tun, was wir können, oder sie you tut, was what? Sie kann. You're right. I really am. We all are. And Sandrock is going to be a true desert rose before we know it. Ja, und weißt du was? Du hast recht. Sie tut wirklich was das Beste, was sie kann. Wir alle tun das und Sandrock wird quasi auferblühen, also die Rose, bevor wir es wissen. I'm so glad we had dinner together and got to talk. You're very motivational. We should do it again soon. Ja, sie ist sehr froh, dass wir zusammen gegessen und geredet haben. Das war sehr motivierend und das sollten wir öfter mal machen. So. Perfekt.
Hat nur 7 Minuten gedauert. Die Brücke der alten Welt. Achso, das verfolge ich schon. The Cable Guy, das wollten wir auch noch. Können wir das auch direkt noch machen? Wo muss ich da hin? Materialien sammeln. Achso, wir brauchen erstmal Materialien. Kupferdraht. Stahlplatten, Stahlrahmen muss ich noch machen. 2 Stahlstreben haben wir bisher. Bräuchte ich fast noch ein paar mehr Schreibmaschinen, ne? Ja, mal gucken, ob wir auf den anderen Maschinchen auch was machen können. Kupferdraht. Kupferdraht brauchen wir. Mach mal mehr. Und Eisendraht brauchen wir. Den können wir dann hier machen. So. Die sind sauber. Passt. Stahlstangen können wir aber nicht machen. Haben wir aber auch noch einige. Boah, die brauchen ja ewig. Eisendraht haben wir, Kupferdraht brauchen wir noch 5. Wie viel Wasser haben wir hier noch drin? Könnten wir mal wieder voller machen. Das sieht alles noch gut aus. Das war letztens auch gut. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge an dieser Stelle. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.